eine Kuchenkamera, ein süßer Fondant-Fernseher und ein Hoverboard auf Oreo-Rädern. In unserem neuen Video seht ihr, wie aus Gadgets Süßigkeiten werden können. Die Fee hat an Fortbildungskursen teilgenommen. Jetzt ist sie eine Zahnfee. Sie ist auf der Jagd nach Zähnen, aber alles vergebens. Alle Zähne sind gesund. Sie wird mit Plan B fortfahren müssen. Die Fee vertauscht normale Gadgets gegen Süße. Schmelzt 2 Portionen Kaubonbons in der Mikrowelle. Fügt zu jeder Portion Lebensmittelfarbe hinzu. Und formt einen USB-Stick. Und eine Kappe mit einer anderen Farbe. Schneidet ein Kaugummistreifen auf die gleiche Größe zu. Macht einen Schnitt im süßen USB-Stick. Und steckt den Kaugummi hinein. Zeichnet mit einem Lebensmittelmarker Zeichen auf dem USB-Stick. Und schließt die Kappe. Die Mädchen wundern sich. Ihr USB-Stick ist weg und ein süßer USB-Stick ist hier. Komisch, wer war das? Wer hat unseren Stick vertauscht? Und die Fee wartet nur darauf, dass sie Karies bekommen. Die Mädchen machen ihre eigene Karaoke-Party. Wenn Jessica sehr gut singt, klingt Vickys Gesang eher nach Folter. Jessica kann das nicht mehr hören. Sie muss das Mikrofon jetzt austauschen. Verklebt 4 Kaubonbon-Packungen miteinander. Wickelt es mit metallischer Wellpappe um. Und befestigt es mit Heißkleber. Deckt eine Packung Kaugummi mit gelber Acrylfarbe ab. Schält jetzt eine Mandarine. Und wickelt es in eine dünne Schicht schwarzen Fondant ein. Macht einen Abdruck mit einem Sieb. Befestigt die Kaugummipackung an den Kaubonbons. Und auch die umwickelte Mandarine mit essbarem Kleber. Befestigt einen aus Schaumstoff gefertigten Knopf am Mikrofon. Jessica hört Vicky nicht. Und Vicky versteht nicht, was mit ihrem Mikrofon nicht stimmt. Jessica beißt ein Stück ab. Ist sie ein Roboter? Dieses Mikrofon erhöht den Geschmack und nicht den Ton. Nimm dir ein paar Süßigkeiten. Dort sind Kaubonbons und Kaugummis versteckt, anstatt Drähte und Prozessoren. Und das echte Mikro bekommt jemand, der wirklich singen kann. Jessica macht ein kreatives Spiegelei. Aber ihre Freundin Blue Eye wurde Lebensmittelfotografin. Sie möchte ein Foto von Jessicas Teller machen. Na toll, ich habe Hunger. Und Blue Eye sucht nach einem perfekten Winkel, um das Eigelb zu knipsen. Aber die Fee kommt und verwandelt das Smartphone in eine süße Kamera. Fügt zum weißen Fondant rosane Lebensmittelfarbe hinzu. Bestreut ein Brett mit Maisstärke. Und rollt den Fondant zu einer dünnen Schicht aus. Legt Biskuitkuchen dazu. Und bedeckt sie mit einer Schicht Fondant. Schneidet die Kanten ab. Und schneidet den Überschuss vom Fondant ab. Schneidet mit einem Fräser einen breiten Ring aus Fondant aus. Feuchtet noch den Fondant mit Wasser an. Und entfernt die Überreste von der Maisstärke. Befestigt den Ring mit essbarem Kleber. Poliert es noch. Und fügt einen schwarzen Fondantkreis hinein. Schneidet ein Quadrat aus einem anderen schwarzen Kreis aus. Und setzt es ein. Füllt das Loch mit klarer Glasur. Und poliert es weiter. Schneidet die restlichen Teile mit Fondant aus. Befestigt alles mit essbarem Kleber. Fügt Akzente mit Lebensmittelfarbe hinzu. Und den Blitz mit silberner Farbe. Macht noch einen Abdruck von einem Logo mit einem Modellierwerkzeug. Und definiert es mit einem Lebensmittelmarker. Na endlich! Jessica kann endlich anfangen zu essen. Und Blue Eye hält mit, weil ihre Kamera ein echter Kuchen ist. Wir können ein Bild von unserem Kiefer knipsen. Jessica nimmt es weg.
Sie liebt Technologie, besonders wenn es essbar ist. Sie kümmert sich nicht einmal darum, dass Blue Eye verärgert ist. Es ist schließlich so lecker. Vicky schwärmt von etwas und nervt ihre Freunde damit. Es ist schön, schnell und stylisch. Und sie spricht nicht von einem Jungen. Es geht um ein neues Hoverboard. Vicky träumt davon. Sie stellt sich immer wieder vor, durch die Straßen zu düsen. Und alle um sie herum sind neidisch. Wenn sie es nur kaufen könnte. Arme Jessica, sie will nichts mehr davon hören. Also beschließt sie, Vicky einen Streich zu spielen. Sie hat ein Geschenk für sie gemacht. Schließ deine Augen und nicht gucken. Jessica holt eine große Kiste mit einem Hoverboard hervor. Aber es ist was ganz anderes da drin. Rollt weißen Fondant zu einer dünnen Schicht aus. Und wickelt Twix hinein. Schmelzt weiße Glasur und bedeckt die Oberseite damit. Bringt ein Oreo-Keks an. Das soll das Rad sein. Schneidet ein Trittbrett aus blauem Fondant zurecht. Befestigt es mit essbarem Kleber. Bedeckt die Ränder mit silberner Lebensmittelfarbe. Malt die Lichter mit Lebensmittelfarbe. Was ist das denn? Vicky hat ein richtiges Hoverboard erwartet. Und keine Fälschung. Jetzt ist sie traurig. Und Jessica freut sich. Der Streich hat funktioniert. Sei nicht traurig. Dieses Mini-Hoverboard ist doch so praktisch. Du kannst es essen. Und die Räder wurden speziell angefertigt. Aber Vicky ist stur. Dann wird Jessica das gesamte Hoverboard alleine essen. Die Mädchen sehen fern. Und wie immer können sie sich nicht einigen. Jessica will eine Fernsehsendung sehen. Und Vicky zieht Nachrichten vor. Ein grausamer Kampf um die Fernbedienung beginnt. Aber die Fee löst das Problem. Sie macht aus der Fernbedienung ein leckeres Dessert. Klebt zwei quadratische Bretter zusammen. Und legt zwei große Waffeln darauf. Beschichtet sie mit Kondensmilch. Legt eine weitere Ebene darauf. Macht ein paar Schichten. Rundet die Enden an einer Seite mit einem Messer ab. Gießt geschmolzene Glasur über den gesamten Kuchen und überzieht es mit einer dünnen schwarzen Fondantschicht. Gleicht die Kanten aus. Schneidet jetzt die Tasten aus schwarzem Fondant aus. Schneidet einen An- und Ausschalter aus rotem Fondant und befestigt die Tasten mit essbarem Kleber an der Fernbedienung. Schreibt Zahlen mit weißer Lebensmittelfarbe und fügt ein Logo hinzu. Was für eine riesige Fernbedienung! Was ist damit? Das Programm will einfach nicht umschalten. Und wie sollen wir jetzt Fernsehen? Aber die Mädchen finden heraus, dass diese riesige Fernbedienung eine verborgene Kraft hat. Nehmt ein Messer und schneidet den Kuchen an, weil dies ein köstliches Dessert ist. Dieses Gadget schmeckt wie ein Waffelkuchen. Und vergesst nicht, ein Foto mit diesem ungewöhnlichen Gerät zu machen. Jessica liebt es, Musik zu hören. Und Blue Eye liebt es, ihrer Freundin einen Streich zu spielen. Deshalb gibt sie ihr süße Kopfhörer. Sie muss jetzt Zucker hören. Fügt Lebensmittelfarbe zum Fondant hinzu. Formt die Box für die Kopfhörer. Und macht Löcher. Formt es dann zurecht. Schneidet ein Rechteck aus dem Fondant aus. Und befestigt es an der Rückseite. Befestigt die Box und die Kappe. Kratzt ein Kopfhörerumriss ein. Fügt ein Esslöffel Maissirup zu 50 Gramm geschmolzener weißer Schokolade hinzu. Knetet es mit weißer Lebensmittelfarbe. Und formt Kopfhörer. Fügt noch Feinheiten mit einem Lebensmittelmarker hinzu. Steckt die süßen Kopfhörer in die Box. Jessica findet sie, aber sie sind so klein. Das ist eine Süßigkeit. Wie süß ist das denn? Jessica isst sie gerne. Ihr Streich ist gescheitert.
Jessica schaut gespannt fern. Das ist die letzte Folge von ihrer Lieblingssendung. Sie kümmert sich nicht einmal darum, dass ihre Freundin hier ist. Warte, die Sendung ist gleich vorbei. Vicky will nicht gegen einen Fernseher verlieren. Eine kleine Bewegung und der Fernseher wird zum Kuchen. Schneidet ein Rechteck aus einem Kuchen aus. Deckt alle Seiten mit geschmolzener weißer Glasur ab. Rollt aus schwarzem Fondant eine dünne Schicht aus. Und wickelt es um das Rechteck, wobei eine Seite unbedeckt bleibt. Schneidet dünne Fondantstreifen aus. Und befestigt sie als Rahmen mit essbarem Kleber. Macht aus dem roten Fondant einen Knopf und befestigt ihn unten. Fügt ein Logo mit Lebensmittelfarbe hinzu. Und befestigt ein Zuckerbild am Bildschirm und verwendet essbaren Kleber. Das nennen wir technologischen Fortschritt. Ein Fernseher im Taschenformat. Und es ist sehr lecker. Die Mädchen testen die Bildqualität. Dieser Fernseher macht unsere Freundschaft definitiv stärker, aber nicht unsere Zähne. Die Fee lauert schon und wird irgendwann die Zähne der Mädchen bekommen. Wie fandet ihr unsere leckeren Gadgets? Dann schreibt uns, welche süße Gadgets ihr gerne essen würdet. Eine Kamera, ein Fernseher oder ein Hoverboard. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.